Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Anno 1800. Ja, ich bin wieder da. Hat ja nicht lange gedauert, wir haben ja auch direkt weiter aufgenommen. Also den Part nehme ich hier auch direkt nach dem vorherigen Part auf. Und ja, mit dem Blick auf unseren Konserven, also unsere Konservenfabrik, ich bin stolz, wir haben jetzt tatsächlich im letzten Part ein bisschen was geschafft. Wir haben die Glas, also die Fensterfabrik ein bisschen, ja, vereinfacht. Wir brauchen nur noch einen Schritt. Dann haben wir die Nähmaschinenproduktion. Und eben halt auch, wie gesagt, die Konserven. Haben zwei weitere Inseln. Bedeutet, wir haben auf anderen Inseln noch mehr Arbeitskraft. Ist das nicht schön? So, haben wir hier noch ein Sternchen? Lieferaufgabe, was möchtest du denn? Fleischkonserven. Oh. Kann ich dir leider nicht liefern. Ich habe keine. Ich muss bei Eli gucken. Nee, hat er nicht. Dann. Sie hat auch nichts. Also, ja, wird schwierig. Wird schwierig, wird schwierig. Nee, leider nicht. Nein, da wollte ich doch nicht drauf. Da wollte ich nicht drauf drücken. Sorry. Wir brauchen wieder unseren Schoner, die Cutty Shark. Die geht wieder dahin. Okay, genau. Die Insel wollte ich mit Steinkohle vorkommen. Und dann haben wir uns ja hier noch diese Insel hier besorgt. Die wir erstmal mit einem weiteren Schoner, das heißt, wir müssen noch einen Schoner bauen, weil es lohnt sich nicht. Wie viele Segel haben wir noch? Haben wir noch genügend? Ja, wir haben noch ein paar. Ich glaube, ich produziere hier irgendwo auch irgendwo Segel, oder? Produziere ich hier irgendwo Segel? Nee, ne? Hier produziere ich nur Kleidung. Ja. Wir müssen ja hier diese Insel weiterhin mit Kleidung und so versorgen. So, zack. Denn wir wollten ja hier... Was wollten wir hier? Genau, wir wollten hier Jagdgründe bauen. Aber ich glaube, nee, wir brauchen tatsächlich Bauern dafür. Das ist cool. Und wir haben ja die Pelze müssen wir bauen. Denn wir brauchen statt Baumwolle aus der alten Welt, nee, neuen Welt, brauchen wir tatsächlich Wolle von den Schafen. Das ist doch gut, ne? Das heißt, wir müssen eine erhöhte Wollenproduktion, eine Schafwolleproduktion bauen. Das heißt, wir nutzen einfach hier den Platz, den wir noch haben, um noch weitere, was habe ich denn hier? Was wollte ich denn hier? Stimmt, wir wollten ja die Steinkohle hier abbauen. Ist ja, stimmt ja. Deswegen habe ich hier auch die beiden Lagerhäuser gebaut. Korrekt, korrekt, korrekt. Das heißt, sie bauen... nein. Nein, was mache ich denn hier? Das wollte ich machen, so. Wollte das hier machen, so. Steinkohle bauen. So. Hier dasselbe. Einmal rumherum. Oh, wir haben gar keinen Platz. Na gut, dann hier hin. Und hier die Steinkohle. So. Das dauert jetzt ein bisschen. Oh, 144 Klamotten haben wir jetzt geladen. Nett. Hey, das wird aber heftig. Die produzieren hier aber auch ordentlich, ne? Wahnsinn. Denn wir brauchen auch noch Kleidung. Stimmt, so. Wir wollten ja jetzt hier noch die restlichen Gebäude hier aufbauen. Und weitere. So, jetzt reicht's erstmal. Wie sieht's mit dem Fisch aus? Ist noch okay. So, heißt also, wir haben jetzt... Wir verbrauchen jetzt Konserven. Genügend. Und hier auch noch. Läuft. Das ist wirklich gut. Wir haben auch mehr erhöhten Bilanz. So, wir brauchen Pelzmäntel, um die Bilanz noch weiter zu steigern. Die Rezeptarchivaren habe ich schon. Das ist die Großküche. Er braucht Schweine statt Rindfleisch. Das ist super.
Aber ich wäre jetzt auch mal gerne bereit. Baukosten. 375.000, ey. Holzfällerhütten, Fensterfabriken. Oh, eine erhöhte Produktivität. Alle schreien an Holz. Ah, sind alles so coole Items, aber die brauche ich alle nicht. Steinbruchmeister nochmal. Kanonengießerei, Geschützfabrik und alle Mehrzweckfabriken, die Waffen produzieren. Wieder hier der Glasmacher. Alle Besucherhäfen. Mehr Besucher, genau. Besucher. Peisgekrönter Brauer. Kartoffelhof, aber die haben wir noch schon, ne? Die sonnige Siedlerin. Aber es ist ja Kartoffelhöfe. Brauche ich nicht. Ja gut. Dann lassen wir ihn erstmal in Ruhe. Schauen auf dieser Insel jetzt erstmal. Oh, 431. Heißt also, wir bauen jetzt erstmal hier eine Grenze. Und bauen los. Und bauen. Meine Güte. Entschuldigung. Ich sollte mal was trinken. Warte mal. Ich habe hier noch was. Ja. Einen kleinen Schluck hatte ich noch. Das heißt, wir ziehen hier eine Grenze. Weiter wollen wir nicht bauen. Und jetzt kommen wir zum Planen der Pelzmäntel. Also wir brauchen ja auch Jagdhütten. Wir bauen jetzt erstmal 4 frei drauf. 1, 2, 3. Und da wir ja ein bisschen, da die ja Platz brauchen, bauen wir, denke ich, auf jeder Seite 6 Stück. 1. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Abstände. 8. 8 Felder Abstände. 2, 4, 6, 8. Ups. Dasselbe kopieren wir. Machen wir auf der anderen Seite. Mit ein paar mehr Feldern Abstand. Guck mal, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also noch weitere 4. 8, 9, 10. Jep, es ist gerade. So. Bedeutet, wir machen jetzt hier erstmal dies hier. Dann bauen wir hier hin. So. Das heißt, wir hätten auch noch, wir könnten das jetzt hier noch ein bisschen verändern. So. Heißt also, wir könnten hier noch. Ja, das könnten wir später bauen, wenn wir Dings und so. Das heißt, wir haben jetzt hier erstmal den Grundriss. Ich denke, 6 Stück sollten erstmal reichen. So. Heißt also, wir bauen hier den hin. Und mit einem Abstand von ein paar mehreren Blöcken. Blöcken sage ich gerade, Rittgitter. So. Sollte das erstmal reichen. Wir müssen die später, wir können die später definitiv noch mal näher aneinander bauen, wenn wir mehr Dings haben. Wenn wir die Module dafür haben. So, verbinden wir jetzt mit unserer Stadt. Und jetzt bauen wir auf. Wir brauchen nur Holz, ne? Ja. Wir brauchen mehr Holz. So, die beschweren sich bei alle drei nicht. Und wir wollen die Sachen natürlich hier auch noch aufwerten. Das heißt, wir nehmen uns jetzt einen. Haben wir gar keinen Clipper mehr? Sind die alle weg? Tatsächlich, wir haben keine Clipper mehr. Dann bauen wir noch mehr Clipper. Clipper ab zum Bauen. Bietet uns Eli noch einen ran? Ja, ein Clipper hier. Wunderbar. Wir brauchen Ressourcen. Holz kriegen wir. Das heißt, wir brauchen jede Menge Ziegelsteine. Ziegelsteine hierhin.
Wir wollen ja auch die Straßen nicht mehr da haben, ne? So. So. Ja, aber die beschweren sich auch nicht, dass zu wenig Platz ist. Nö, ist alles okay. 100%, 100%, 100%. Wunderbar. Wenn wir jetzt hier irgendwann auch noch ein Kraftwerk hinbauen, das Kraftwerk bringt uns, glaube ich, bei den Produktionen nichts. So, das heißt, wir können jetzt Pelzmäntel. Machen wir mal schneller, damit hier ein bisschen die Geschwindigkeit auftritt. Wir brauchen, wie gesagt, wir brauchen unbedingt auch Straßen. Deswegen schnappe ich uns, habe ich uns eben halt einen vollen. So, nochmal zweimal Ziegel. Dann nehmen wir 50 Tonnen so mit und 50 Tonnen damit. Auch zu dieser Insel. Ich mache mal ein bisschen die Geschwindigkeit schneller, damit das hier ein bisschen schneller vomstatten geht. So, wir brauchen jetzt Handelsroutenmenü. Diese Insel hier. Hier haben wir natürlich wieder das hier und hier hin. Zack, zack. Eine kleine Grundversorgung. Lager ist voll. Seife ist auch voll. Hey, wir können Seife verkaufen gehen. Wo ist unser Clipper, den wir jetzt gerade gebaut haben? Der schnappt uns jetzt die Seife, die hier übrig bleibt. Die schnappt er uns und geht zu Eli. Die können wir dann mal schön gut verkaufen. So können wir sehr schnell sehr viel Münzen verdienen. Deswegen habe ich ja auch die Seifenproduktion so hochgezogen. Die wir auch definitiv erweitern werden. Wenn wir wieder weitere ja. Wir haben ja jetzt mehr Arbeitskräfte hier. Ich kann auch aufwerten, sehe ich gerade. Wo sind sie? Wo sind die Bauern? Da sind die Bauern. So. Das heißt, ich kann hier jetzt bauen. Aber wir haben keine Stallträger mehr, oder? Ja, Stallträger sind bei uns hier leer. Ja, ja, ich weiß. Keine Sorge. Dann holen wir uns Stallträger von der Hauptinsel. Genau, dann bauen wir hier noch schnell Depots. Vier Stück, das sollte erstmal reichen. Um alles einzulagern. Ziegel! Immer mehr Ziegel. Falsche Insel. Bin schon auf der richtigen Insel und scrolle woanders hin. Immer schön mehr Ziegel. Deine Ziegelstraße ist definitiv schneller. Dass man das immer so machen muss. Erstmal. So, hier noch. Jetzt können wir noch die aufwerten. Ja, ich weiß, ich konnte es nicht machen, weil ich hatte keine genügend, ich hatte eben halt nicht genügend. So, heißt also, wir haben hier Felle ohne Ende. Was möchte der denn uns hier anbieten? Na, komm. Rätsel auffüllen. Finde den Herald. Den Herold oder den alten Herald? Was macht er denn? Sie mit Plakaten durch die Stadt. Ja. Den. Ah, da ist er schon. Zack. Habe ich ein gutes Item bekommen, zumindest. Metzger. Na, Metzgerei. Brauche ich nicht. Schade. Oh, da ist schon Seife. Jawohl.
Nett. Fahr los. Stimmt. So, Stahlträger. Wir brauchen hier nochmal Anlegestellen, stellen sehe ich gerade. Das heißt, wir brauchen auch noch Fenster. Boah. Haben wir auch noch zu Genüge. Ja, die Wurst läuft. So, wo ist denn hier jetzt unser Seifentypi? Genau. Ich wollte euch zeigen, ne? Pro Seife bekommen wir ja 384, das heißt, wir haben hier 200, was wir bekommen 66.000, glaube ich. Circa. Schauen wir mal auf die Münzen. Er ist jetzt da. Und zack, sollten wir jetzt bei 800 sein. 800.000 gleich. Er muss ja auch erstmal verkaufen, ne? Da, sieht er, zack. Für 200 Tonnen Seife haben wir fast 80.000 Münzen gekriegt. Damit können wir das auch erstmal gut finanzieren, was wir halt derzeit vorhaben, ne? Gut, wir schnappen uns jetzt hier unseren Clipper und ziehen hier die Felle, die wir hier haben, auf die Hauptinsel. Oh. Denn wir können schon mal vorplanen. Ist hier irgendwo Feuer ausgebrochen? Nö. Können schon mal vorplanen. Wir haben ja hier noch Plätze. Also packen wir hier die Kostümbildnerin schon mal rein. Doch, hier ist doch irgendwas. Ah, hier ist die Seuche ausgebrochen. Aber die kümmern sich schon drum. Wie sieht es hier eigentlich mit der Wolle aus? Haben wir hier noch Wolle? Wir haben sogar noch hier 450 Tonnen Wolle. Das heißt, wir können tatsächlich hier schon mal die Pelzmäntel aufbauen. Der sieht nicht aus. So. Können wir hier die beiden noch aufwerten. Jetzt warten wir, bis eben halt die ersten Pelzmäntel da sind. Die ersten Jagdfälle, mein Gott. Ich frage, sind schon die Fälle da? Nee, ne? Die sind noch nicht eingetroffen. Nee, die sind noch nicht da. Er bringt sie erstmal. Ui, sehr viel. So, jetzt die Frage, wie lange braucht eine Pelzmantel? 30 Sekunden. Wie lange braucht ein Schäferei? 30 Sekunden. Ja gut, dann bauen wir hier noch eben weitere Schäfereien. Ja, die bauen wir mal hier oben hin. Können wir die nicht irgendwie kopieren? Haben wir nicht einen quadratischen Aufbau? Ja, können wir kopieren, wunderbar. So, zack, zack und zack. Damit wir die produzieren können, die Wolle. So, ist er wieder bei Eli? Ja, er ist wieder bei Eli angekommen. Wunderbar. Ich habe hier ja noch Ressourcen, Fenster. Und Stahlträger. Dann können wir das Konto erstmal aufwerten. Zack. Mehr Lagerplatz. Und wir können hier mehr aufbauen. Wie viel habe ich noch? So, jetzt müsste es ausreichen. Yep, wunderbar. Jetzt haben wir auch keine... Huch, nein! Shit, was habe ich jetzt gemacht? Wollte eigentlich nicht draufdrücken. Okay.
Der Part ist leider schon wieder vorbei. Ich wollte ja nicht Überlänge machen, aber die wollte ich noch aufbauen. Denn die Fälle sind da. Ja, das heißt, im nächsten Part haben wir tatsächlich endlich alle Bedürfnisse, also wir haben jetzt in diesem Part tatsächlich alle Bedürfnisse der Handwerker erfüllt. Das heißt, wir könnten jetzt auf die Ingenieure aufwerten. Aber das machen wir nicht. Das heißt, wir kümmern uns jetzt in den nächsten Parts um eben halt Aktualisierung. Das heißt, wir aktualisieren unsere Produktionen, machen hier, bauen das alles aus und dann sehen wir uns definitiv auch irgendwann in den nächsten Parts in der neuen Welt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder zurück zu Anno 1800. Bis dann und ciao.